hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Super Mario Bros. 3 auf dem NES. Wir haben jetzt hier mal eine andere Version drin, nämlich eine deutsche Übersetzung. Von dem Team der G-Trends übersetzt hat das der Red. Ich glaube nicht, dass es der Red Scorpion ist, der ist da viel später, glaube ich, erst reingekommen. Da gab es die G-Trends doch wahrscheinlich gar nicht mehr. Bup. So, zu diesem Patch, den man auch bei den SNS Projects findet, einfach in die Download-Datenbank mal reingeschnuppert. Und da habe ich den Patch runtergeladen. Upsala, verdammte Axt. Mein Lieblingsanzug nach dem Schuh ist weg. Unglaublich. So, was wollte ich jetzt dazu noch sagen? Ja, zu dem Patch selber wird empfohlen der Emulator Nest-Tickle. Ich spiele ja allerdings mit Nestopia. Funktionieren auch bisher ganz gut. You got a card. Das ist gar keine Übersetzung. Spiele ich etwa nicht die Übersetzung? Doch, da oben steht's. T plus German 1.00 G-Trends. Ja doch, das ist doch das. Sehr merkwürdig. Naja. Wir spielen trotzdem ein bisschen weiter. Der Kill Bill wird mich da schon darauf aufmerksam machen, dass ich hier irgendwas Blödsinniges gemacht habe. Doin. Doodle doodle doodle. Nuddel, nuddel, nuddel. Das ist übrigens gar nicht die Version 1, zumindest nicht laut der Scheiße. Hau ab, du V. Du V. Du bist eine blöde V. Sondern es ist eigentlich die Patch Nummer 1.00 Alpha. Hui. Hui. Dong, dong. Dong, hui. Hui. Ja, weiß nicht, vielleicht, weil das halt dieses Stage Clear noch nicht übersetzt ist. Das könnte jetzt aber auch irgendwie dran liegen. Nee, das kann nicht daran liegen. An dem Safe State, den ich da verwendet habe, liegt das glaube ich nicht. Ja, ja, was soll's. Hier steht in der README zu dem Patch, Erscheinungsjahr 1900XX. Das hört sich an wie so ein Titel, wie so ein Mega Man Titel. Ah, da, cool. Wähle eine Kiste. Ihr Inhalt wird dir auf deinem Weg helfen. Guck mal, das ist ein Stückchen runtergerutscht. Das sieht aus wie eine Schnecke mit. Das sieht aus wie eine Schnecke, cool. So, gib mir mal wieder den Biber. Ich bin ein Biber. Ein lieber Biber. Ja, dann wollen wir doch den Biber gleich mal einsetzen. Bumm. So. Mehr steht ja auch nicht in dem Patch, also den Patch Notes steht ja nicht viel mehr drinne. So. Muss ja auch nicht. Machen wir erst das Ding hier. Und dann gucken wir mal. Ich probiere übrigens mal was anderes aus. Nämlich nur 10 Minuten Parts statt Viertelstunden Parts. Ich gucke mir ja auch die Let's Plays von anderen Let's Playern an und so weiter und so weiter. Ups. Und so weiter. Wie soll ich denn hochkommen, Jungs? Er hat doch eine Macke. Scheiß doch. Ich will da rankommen. Ja, jedenfalls machen da viele auch mal 10 Minuten Parts. Ich fand das ganz angenehm, ehrlich gesagt. Komm ich da einfach so hoch? Nö. Walljump kann ja Mario noch gar nicht. Das ist ja blöd. Oh, lass mich mal hier durch hier. Scheiße. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Bding. Gib mir das motherfucking Blatt. Oh yeah. Das hat sich richtig gut gelohnt. Ja, ich probiere das mal aus. Wieder mit An- und Abmoderation, weil das ist ja... klar. Lass mich hier durch. Weil ich das viel angenehmer finde, wenn ich euch immer schön höflich begrüßen darf und euch Tschüss sagen darf und so weiter. Ich werde so sterben. Was ist denn hier los? Junge. Probieren wir es mal aus. Ich bin mal auf eure Kommentare dazu gespannt, ob das super geil ist oder ob das super mega... Ich will lieber eine Viertelstunde gucken oder so, weiß nicht. Auch 10 Minuten finde ich selber sehr angenehm. Hep. Haben wir das noch geschafft. Super toll. So. Ja, was soll's. Machen wir hier weiter. Ich werde hier die ganzen Minigames, die werde ich nicht weitermachen, weil Blödsinn. Komm her. Du blöder Hammerbruder. Hier ist manchmal noch ein bisschen was versteckt in diesen Dingern, wie zum Beispiel ein Pilzi. Ich weiß aber immer nicht welche. Es kann auch sein, dass das einfach nur Wunschdenken ist. Oh, ein Stern, wo ich so oft Sterne brauche in diesem Spiel.
Free. Da. So, Level 3 in World 5. Yep. Oh, oh. Ja, das ist doch die Welt mit dem Schuh. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Gib mir den Schuh. Oder erstmal einen Pilz. Oh yeah. Ich werde jetzt schon mal ankündigen, dass ich Scheiße baue. Nein! Oh Mann. Nein, ich wollte eigentlich was. Schuschu, danke schön. Ah, geil, der ist so toll. Schuschu, Schuschu. Doink, 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 doink. Das Tolle an dem Schuh ist, ich demonstriere. Ja. Du, du. Ich du blödes Scheißding. Ja, ich bin ein Held. Mann, ey. Ich bin immer so aufgeregt, wenn ich aufnehme. Da baue ich immer so Mist. Naja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, genau. Und zwar hinten am Schloss. Da werde ich, wenn ich den Endgegner besiegt habe... Schmeiß mal hier schön ganz gescheit weg. Dong. Mist, hier hätte ich ja jetzt drüber hoppeln können. Jetzt eine Spitze im Popo ist echt blöd. Ja, wenn ich den Endgegner dann besiegt habe, dann werde ich mal ein Save-State machen. Und dann können wir uns mal noch eine andere Version angucken. Verrate ich jetzt aber noch nicht, welche das ist. Und dann haben wir mal den direkten Vergleich. Von der Übersetzung her zumindest. Also, vielleicht haben die ja die Fonts geändert. Geändert hier. Oh yeah, das war so geil. Oh Mann. Ich bin so ein toller Hecht. Los, komm jetzt schneller hier. Mir nicht so rum. Ich habe hier noch was geändert bei mir am Emulator vorhin. Ich habe ja erstmal ein bisschen warm gespielt. Man sieht es ja auch. Jedenfalls habe ich mal auf PAL umgestellt. Jetzt läuft das Spiel auch so, wie ich es in Erinnerung habe. Na toll. Arschloch. Blöd, Mann. Los, komm schneller. Oh oh. Ich renne jetzt einfach durch. Jetzt mache ich es wie früher. Drauf gekeckert. So, komm her. Komm on, Mario. Oh ja, Mario. Jetzt drehe ich erstmal auf. Boing. So, jetzt gib mir deinen Schuh. Gib mir Schuh. Danke. Jetzt versuche ich ja nicht so Mist zu bauen. Boing. Ha, guck mal hier. Voll geil ist das, ey. Spuck schneller deine Feuerbälle. Boing. Voll toll. Den Schuh gibt's viel zu selten, aber den Schuh gibt's auch bei Super Mario Bros. Höhlelelele, boingy, boingy, boing, boing. Ja, super, wem Super Mario Bros. Nix sagt, das ist so ein Multiplayer-Game. Jetzt muss ich mich konzentrieren. So Super Mario Deathmatch könnte man es nennen. Geht bis zu 4 Spieler und dann gibt's verschiedene Spielmodi und dann halt unter anderem so eine Art Deathmatch. Und dort gibt's als Item. Oh, endlich mal wieder Leben. Und dort gibt's als Item auch diesen Schuh. Und ja, das ist so toll. Come on. Ja, den Hammerbruder nehmen wir auch noch mit. Der springt nach unten. Nee. Komm her. Hehe. Oh, der kann sich aber super verteidigen. Ja, habe ich das echt bloß geträumt früher oder so, dass hier mal was rauskam, ein Pilz oder so? Boah. Ein Super P. Und das ohne, dass uns das die Prinzessin gegeben hat. Ich weiß gar nicht, was damals schon Princess Peach? Princess Toadstool, ne? Und Princess Toadstool ist ja Peach. Das ist ja im ursprünglichen Super Mario Bros. Ist es ja noch nicht Peach, sondern Daisy. Nur Daisy, Princess Daisy. Ich weiß nicht, die hat eine Krone auf jeden Fall. Ja, das ist der sozusagen der Wildfang aus der Super Mario Geschichte. So wird es zumindest dargestellt, glaube ich. Oder ist es auch bloß wieder mein Wunschdenken? Na, geht da rein, man. Ey, ist jetzt hier der Port gleich vorbei. Doing! Doing!
Na, den Level, den machen wir jetzt schon noch. Den kriegen wir schon noch hin. Hüp. Hüp! Ja, sehr gut. Get a Ryan, man. Oh, man. Hab ich schon erwähnt? Also, das muss mir mal jemand erklären. Ob das jetzt wirklich... Nee, da würde dann da stehen Red Scorpion. Das ist ja bloß sein Nickname. Der als Abkürzung Red. Also ist das ein anderer. Das ist ja wohl eindeutig. So, dann gehen wir jetzt ja hoch. Hup. So, und schon haben wir den Level doch gepackt, glaube ich. Ja. Wir sind jetzt in der... Naja, heute wird es Rainbow Road heißen, wäre ein bisschen bunter. Na gut, alles klar, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Super Mario Bros. 3 auf dem NES. Und zwar im Moment, wie gesagt, die Übersetzung der Gruppe, der Übersetzungsgruppe, der nennt sich G-Trends und der Übersetzer ist Red, Patch Nummer 1.00 Alpha, nochmal gesagt. Und findet sich in der Download-Datenbank von den SNES Projects. Ich werde das Ganze nochmal verlinken in den Videobeschreibungen. Ja, also bis dahin, macht's gut und tschaußen!